Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Darksiders 2. Ich bin es OMC Muffix. Beim letzten Mal haben wir es hier geschafft, den Karkinos zu besiegen und das Wasser haben wir nun hoffentlich wiederhergestellt. Wir aktivieren nur noch den letzten Schalter und die Tränen des Berges sollte offen sein und die Schmiede sollte reaktiviert sein. Und damit haben wir die Gussfestung geschafft. Ein verdammt geiler Ausblick, wenn ich das nochmal hier so sagen darf. Und ja, wir haben die schnelle Reise. Können wir machen, aber wir reiten lieber zurück. So, wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen wieder voll straightforward hier gefightet. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal verdient, hier ein bisschen wieder langsamer zu machen und hier nochmal ein bisschen auf Collectible-Jagd gehen. Wir haben jetzt unsere schöne Pistole hier. Mit der sollte es uns ja theoretisch möglich sein, ein paar neue Areale zu finden. Zumindest theoretisch. Und hoppala. Muss ich nochmal kurz schauen? Eine Sache würde ich nochmal kurz schauen. Wir haben doch vorher da so eine Kistel gesehen, die ich nie gefunden habe. Weil ich mich eine ganze Rache hätte ich sogar hochklettern können. Naja, ist wurscht. So. Vorher, ich bin doch da irgendwann mal seitlich hier runtergefallen und da dachte ich, ja, wie komme ich da wieder hoch? Dabei ging das eigentlich voll easy. Und zwar hier war das doch, wenn ich mich nicht ganz irre. Da war doch hier gleich in der... Haben wir die schon genommen? Ach doch! Oh, da habe ich mich jetzt fest. Ach, das war die da in dem. Die in dem Loch da drin war, oder? Ganz umsonst nur hingelaufen, oder? Jo. Mal. Kaum nichts zu. So, dann. Da bin ich jetzt echt falsch. Aber irgendwo hatten wir doch mal eine Kiste. Nee, warte, das war nicht hier. Muss mir jetzt nur kurz umschauen, Mann. Ich bin ja aktuell so gut in Secret-Jagd, Mann. Und es wäre jetzt echt scheiße, Mann, wenn wir jetzt was unnötig übersehen, Mann. Weil ich weiß noch ein, zwei Steine, die wir unbedingt finden müssen. Dafür müssen wir uns ja nochmal die Länder bereisen. Aber das machen wir jetzt eh dann hier in dem Part. Was mich gerade echt mal interessiert, Mann, wenn wir uns eigentlich die Weltmap anschauen. Wir sind eigentlich schon über, ich sage jetzt mal, zwei Drittel der Welt gereist und wir sind jetzt im zweiten Dungeon. Das hat mich immer schon gefragt, Mann. Irgendwie hat man doch die ganze Welt bereist und ja, dann... Dann soll man fertig sein. Das hat. Habe ich nicht ganz verstanden. Wie das eigentlich laufen kann. Wird schon zwar seinen Sinn mehr oder weniger haben, aber ganz. Also, es würde mich einfach interessieren, man, ob da jetzt wirklich noch so viel kommt. In dem Spiel. Oder ob das im Endeffekt jetzt halt im Endeffekt schon alles fertig ist. Also, ob man hier wirklich schon einen Großteil der Welt bereist hat. Und die Welt halt wirklich so klein ist, oder ob da jetzt überall Dungeons aufploppen. Weiß ihr nicht. So. Aber nee, da waren wir auch schon. Da haben wir doch auch im Endeffekt schon alles gesammelt. Nee, gut, ich bin zufrieden. Ich lasse mich erstmal hier. Mein Erfolg lasse ich erstmal hier siegen. So. Wenn wir wirklich am Ende stehen und 99, ich weiß nicht, wie viel es in diesen Münzen da gibt. 99 Münzen haben und. 100 brauchen, dann finde ich, ist es gerecht, wenn ich in der Lösung nachschaue, ob ich irgendeine vergessen habe. Über 90, also, sag mir über 9/10. Über 90%, dann finde ich, ist das voll in Ordnung. So. Dann laufen wir raus, genießen nochmal hier den Dungeon. Es ist doch immer ganz schön, nochmal so aus dem Dungeon rauszulaufen, weil du siehst, Alter, da habe ich jetzt eine Dreiviertelstunde gehangen. Oh, in dem Rätsel bin ich jetzt gegangen und jetzt geht der Pro, läuft dann einfach daran, jetzt einfach vorbei. Ist immer ein schönes Gefühl eigentlich. So. Jetzt wäre natürlich schön, wenn das Land jetzt auch so ein bisschen... nee, das ist immer noch grau. Oh, warte. schön, dass ich hochgeschaut habe. Weil das Land, wollte ich jetzt sagen, das wäre eigentlich schön gewesen, wenn das jetzt sich so ein bisschen auch verändert hätte. Weil es ist halt immer noch grau und grau. Und es wäre jetzt ganz geil eigentlich, wenn man hier eben das Wasser wieder herstellt, dass gleich überall dann alles ein bisschen schöner wird. Hätte ich schön gefunden, aber na gut. So, da unten ist eine Seite. Eigentlich wollte ich schauen. Weil da hinten ist doch so eine Weggabelung gewesen. Da bin ich doch beim letzten Mal hochgeritten, als ich vor dem Viech da geflohen bin. Aber, nehme ich trotzdem gerne noch. Komm her. Alter! Mir nicht.
nicht, du Drecksvieh. So. Und ein Rüstungsgegenstand lässt er noch droppen. Aber die Chaosgestalt kann man deutlich seltener einsetzen als im ersten Dark Souls. Im ersten Dark Souls konntest du ja wirklich, also, 3-4 Gegner platt machen und dann hattest du es. Aber egal. Genau, weil das wollte ich nochmal anschauen. Weil. Hier. Hier waren wir beim letzten Mal und da bin ich ja von dem Viech geflohen. Und das war mir fast klar, dass da irgend so eine Weggabelung noch ist. Weil wir sind der andere Seite gegangen. So. Schauen wir uns um, was hier Schönes ist. Nix. Ah, Kisten. Okay. Nehmen wir mit. Wisst ihr, was jetzt ganz schön wäre? Einen Heiltrank. Komm, Heiltrank. Gibt's. Droppen die nicht, wenn ich hier voll Heiltränke habe oder wie? Oh. Da oben? Aber hier ist noch irgendeine Plattform. Das heißt, irgendwas muss hier sein. Frage ist natürlich, wo's? Ein Objekt. Okay, das langt mir jetzt ehrlich gesagt schon. Weil sonst, glaube ich, komme ich jetzt hier erstmal nicht weiter. So. Dann haben wir das auch geschafft. Whee! Ah, sowas ist awesome, Mann. Es sollte in jedem verdammten Spiel, wo es ein verkacktes Pferd gibt, sollte es die Möglichkeit geben, von einer großen Höhe runter zu jumpen und aus einem Pferd zu landen. Bam, hier schenke ich euch. Aber nur, weil ihr seid. Sollte es in jedem verdammten Spiel geben, Mann. Jedes Spiel, das es nicht hat, ist scheiße. Nein, so möchte ich es nicht sagen, weil dann wäre der Witcher auch scheiße. Aber gegen den Witcher wird es auch nicht so gut passen, wenn ich davon 50 Meter irgendwo runterjump und auf jemandem lande. So. Wenn wir schon mal hier sind, wir können dann noch mit unserem Steinmonster ja noch ein bisschen reden, oder? Na gut, lasst mich in Ruhe. Die hier sind für dich. Wo hast du die gefunden? Nö, ist ja nicht für dich. Eigentlich wollte ich mit dir reden, weil du hattest eigentlich beim letzten Mal noch ein bisschen was zu sagen, aber ich habe dann aufgehört, weil der Part zu Ende war. Ne, wir tauschen alle Steine ein, so richtig dann 100 Steine geben wir ihm dann, Mann. Damit er dann ja seine Steinsucht hier dann befriedigt hat. So, was haben wir hier? Oh, seht ihr das, was ich sehe? Das ist ja eine Abzweigung. Komm, lass mich hier durch. Eigentlich will ich nichts von euch. Lasst mich einfach in Ruhe. So, ich wollte doch da gar nicht runter. So. Schauen wir mal, was da ist. Ist das ein Dungeon? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich hier alles finde, liebe Leute. Die zerschlagene Schmiede. Ist es so ein Bonus-Dungeon? Ich gehe jetzt einfach mal rein in der Hoffnung, dass ich da hingehen kann, ohne dass die Gegner mich platt machen. Also wenn der erste Level 50er Gegner auf mich drauf wirft, dann weiß ich, dass ich hier bis ein anderes Level bin. Aha. Ne, Leute, Mann. Das heben wir uns nochmal auf. Also, ich denke, das wird jetzt ein Bonus-Dungeon sein, aber den hebe ich mir jetzt erstmal noch auf. Ist zwar ein sehr cooles Drum, was da in der Mitte liegt, aber ich habe jetzt echt Angst, dass ich hier halt an der Level 3 gehe und die Gegner mich übelst plätten. Die machen wir mal wann anders. Komm. Wir werden in dem Spiel echt viel machen. Also, ich habe eher richtig Lust, Mann, hier in dem Spiel auch ein bisschen mal so, nicht jetzt 100% zu machen, aber zumindest so Bonus-Aufgaben und alles so zu machen. Und da können wir dann auch die Bonus-Dungeons machen, aber das heben wir uns dann auf. Was? Okay. Ich falle einfach auf die Sammel-Items drauf, Mann. Ich glaube, die Hälfte meiner Sammel-Items habe ich bis jetzt gefunden, weil ich irgendwo drauf gefallen bin. Mal, wieso eigentlich nicht, oder? Ich muss alleine gehen. Ich kann nicht alleine gehen. Mein Bein tut weh. So. Wenn wir schon mal dabei sind.
Ja, scheiß auf den Verstand. Hier, Hammer des Frosts. Ich bin gefallen von Kakin. Oh, Level 7. Sind wir richtig unter Level, oder? Alles nur so doofer Krempel. Gesundheit ist das Wichtigste, der Rest interessiert mich doch nicht. So. Da mache ich ja nicht mal ein Level up, hat man bei dem Boss gekommen. So, jetzt gehen wir erstmal auf die Map, wenn ich sie finde. Und zwar der Fjord, da waren wir jetzt. Da sind übrigens immer noch Kisten. Schattenkeim, das schwarze Tal. Da reisen wir zu, wir reisen zum schwarzen Tal. Da müssen wir eh. Da können wir gleich zu unserem Bub gehen. Weil ich habe jetzt überlegt, weil, okay, den Weg haben wir zu gut abgeschreitet, wie es ging. Aber zu unserem Bub müssen wir, den müssen wir hier den Helm bringen, den wir gefunden haben. Und dann schauen wir uns nochmal hier ein bisschen in der Welt um. Also ich weiß zwei Locations sicher, wo noch Steine waren. Die wir noch nicht finden konnten, weil wir da noch keine Knarre hatten. So, dann gehen wir ins schöne Tal hier. Laden erstmal. Ist jetzt übrigens schön, dass diese Feuerspur, die uns hier folgt, dieses grüne Feuer. Moin Moin! Ich habe deine Rüstung gefunden. Stein sei gepriesen. Ihr Anblick bringt Erinnerungen zurück. 219 Erfahrung, 1200 Gold. Es ist aber nicht das Gelbe vom Ei, oder? Es ist jetzt ernsthaft nicht so das Gelbe vom Ei. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen das Ding irgendwann mal kämpfen. So viel kann ich sagen, ich bin nie hinter dieses Ding gekommen. Also, da seht ihr, ich habe es wirklich nicht allzu weit gespielt eigentlich. So. Warte mal, habe ich das hier richtig in Erinnerung, dass da. Nee. Hier war nichts, oder? Das war dieser versperrte Pass, da haben wir. Ich höre Geräusche. Halt, ich höre da hinten irgendwelche riesigen Monster rumlaufen. Keine Ahnung, wo die sind. Okay, ich hätte darauf wetten können, dass da Stein ist. Aber stimmt, da war die eine Seite. Langt auch fürs Erste, oder? Dann schauen wir uns später vielleicht nochmal um. Aber ganz sicher, wo wir nochmal lang gehen müssen, ist wir. Also, wir reiten in dem Part jetzt hier ein bisschen umher. Beim nächsten Mal gehen wir dann hier unsere ganzen Quests ab. So. Weil, wie gesagt, zwei, also zwei weiß ich 100%. Ich hätte jetzt darauf wetten können, dass da auch noch irgendwo einer sich versteckt. Aber egal, die Klageklippen wieder einen sehr schönen Namen. Wir können ja auch mal zu unserem guten alten Freund Volgrim gehen. Wir haben bis jetzt erst einen Volgrim-Spot gesehen, gell? Scheiße, Volgrim. So. Wer braucht Volgrim, Mann? So, und zwar hier. Alter, einfach zersplittert. Einfach zersplittert. Level 2. Willst du mich hier ärgern oder willst du mich bekämpfen? So, genau, weil hier war diese Glocke, da sind wir schon mal hochgelaufen. Ihr hört, das macht immer so Geräusch, wenn hier die Steine in der Nähe sind. Stein des Mystikers. Dann. Das ist kein Ort für ein Pferd. Muss ich kurz überlegen. Ich weiß nicht, ob das da war oder ein bisschen weiter unten. Da war noch so ein kleiner Tempel. Also ein mini kleiner. Zerstörte Kuppel, sage ich jetzt eher mal, anstatt der Tempel. Weiß jetzt nicht, ob das da oder da hinten war. Nee, das wird da vorne gewesen sein. Da weiß ich immer noch nicht, wie lange. Ach, da. Ah, okay, doch, das Item weiß ich sogar, was das ist, aber das haben wir noch nicht. So. Hier. Und wenn ich da hochgehe, da war doch so eine zerstörte Kuppel. Oh, und ich weiß noch eins. Das war in dieser Wasserhöhle da, wo wir waren. Das war in der Feuerwelt. Hallo? Hä? Da. Der Stein hat was ausgehalten. Das war mal ein richtiger Stein. Das ist kein Ort für ein Pferd. Natürlich, Mann. Überall ist er. Überall ist ein Ort für ein Pferd. So, und ich weiß jetzt noch einen. Und zwar in. Genau, jetzt kommen wir hier schon wieder in diese schöne Feuerregion.
Und da waren wir doch in dieser Unterwasserhöhle. Und da war ebenfalls noch was. Zu 100%. Zu 100% war da unten auch noch ein Stein. Bam, Splitter. Das erste Dark Side war schön, da hat man die Leute wirklich gesplattert. Hier sind alles nur so Steinwesen. Deswegen hat das auch nur, hat der Dark Side zwar auch USK 16 Freigabe, während das erste Dark Side das USK 18 war. So. Könnten wir nichts tun. So, genau, hier sind wir unten lang geschwungen, da haben wir uns die eine Kiste geholt. Und ich glaube, hier war auch so eine lustige Seite. Aber... wäre schön, wenn ich von hier unten einfach schießen könnte. Aber da oben ist auch noch was. Zacka, boom. Boom, boom. So, da, da. Haben wir das auch geschafft? Den Stein der Macht haben wir uns geholt. Nicht den Stein der Weisen, auch wenn das ziemlich cool wäre. So, aber wir wollen ja nicht hier unendlich leben und Alchemie machen oder in Harry Potter sein. Gibt's andere Formen dafür. So. Hallo. Oh, wir haben hier hauen, aber trifft mich nicht. Oh. So, ansonsten muss ich jetzt mal überlegen. Fällt mir zu. Da ist übrigens eine Kiste. Hä, aber die habe ich doch geöffnet. Ah, von wegen habe ich geöffnet. Schaut euch das auch mal, was der Max hier schon wieder gesehen hat alles. Okay, Leute, dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wenn mir jetzt hier nicht noch direkt parat was einfällt, würde ich sagen, reisen wir dann auch gleich wieder zurück. Ich muss mal die Weltmap anschauen. Warte, haben wir eine neue Sense? Ne, das ist unsere Sense. Ich muss überlegen, ich glaube, da oben war noch was. Aber ist ja wurscht. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann ja weiter. Vielleicht schauen wir uns dann noch ein bisschen um. Oder wir reisen dann direkt wieder hier zurück zur Schmiede. Jetzt machen wir aber erstmal einen kleinen Cut. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit Let's Play Darksiders 2. Haut rein und ciao.